Marius, du bist aus Nürnberg zu uns gekommen. Wie ist dein erster Eindruck aus Wolfsburg? Sehr positiv. Auch von der Stadt her, vom Verein, alles super. Der Verein ist sehr professionell geführt, das merkt man gleich am Anfang schon. Die Jungs sind alle sehr sympathisch, nett, haben einen gut aufgenommen. Man hat gleich das Gefühl, auch dazu zu gehören. Und das Training war sehr intensiv, anstrengend, also Sommertraining. Und hat alles sehr guten Eindruck gemacht. Auch die Stadt an sich hat schöne Flecken und wir haben uns eigentlich direkt wohlgefühlt. Wo warst du denn jetzt schon in der Stadt? Irgendwelche bestimmten Orte? Überall eigentlich, wenn ich so sagen, weil in Wolfsburg ist jetzt nicht so groß. Aber ja, Autostadt war ich, in der Innenstadt da beim Vapiano und so. Und ein bisschen außerhalb, mein Braunschweig waren wir, in Berlin, in Hamburg, auch so ein bisschen was schon gesehen. Also im Freibad, ein paar Seen, also schon ein bisschen was erkundet. Hast du denn noch Hobbys, außer natürlich Eishockey spielen? Ja, ich spiele gern Tennis im Sommer und ansonsten reise ich gern oder gehe mit Freunden in die Stadt, was Kaffee trinken oder mit denen ein bisschen was unternehmen. Ich spiele gern Karten auch, das machen wir auch während den Busfahrten dann gern. Das war's dann eigentlich. Mit wem bist du denn nach Wolfsburg gekommen? Bist du alleine hergekommen oder irgendwelche Familienmitglieder? Nee, ich bin mit meiner Verlobten Nicole hier. Genau, die ist mit mir hergezogen und arbeitet in Hannover gerade. Gibt es denn besondere sportliche Erfolge, auf die du sehr stolz bist? Ja, auf die Oberligameisterschaft auf jeden Fall sehr, weil das mein größter Teamerfolg sozusagen war. Im Jahr danach dann die Wahl zum Rookie des Jahres in der zweiten Liga war auch eine coole Sache. Und so meine zwei Länderspiele, die ich bisher bestreiten durfte, das war bestimmt auch ein Highlight in meiner Karriere. Und ja, sämtliche DL-Partien, besonders in den Playoffs, dann gab es schon auch ein paar Highlight-Spiele, auch natürlich gegen Wolfsburg. Und so, gab es schon verschiedene Sachen mittlerweile. Bevor du zu den Grizzlies gekommen bist, hast du dich über die informiert? Und falls du es gemacht hast, wie hast du dich über die informiert? Man hört ja viel schon von Vereinsseite oder halt von verschiedenen Jungs, die auch schon mal da gespielt haben oder die halt ein paar Leute kennen, dass alles sehr positiv hier ist, dass eine gute Teamchemie ist und dass sie alle gut verstehen, dass hart gearbeitet wird. Das wusste ich schon alles vorher und deswegen konnte ich mich da eigentlich direkt mit identifizieren. Und ich habe auch zum Beispiel mit dem Stiefvater von Gerrit, der war mein Trainer in Rosenheim, mit dem habe ich gesprochen. Der hat mir auch erzählt, halt, was der Gerrit immer so erzählt, dass halt alles, wie gesagt, sehr positiv ist und deswegen fiel dann die Entscheidung auch relativ leicht. Konntest du dann mit Gerrit auch persönlich vorher über die Grizzlies sprechen? Nee, persönlich jetzt nicht. Wir haben jetzt keinen Kontakt oder keinen regelmäßigen Kontakt. Wir haben nur bei den Spielen, wenn wir uns ja gesehen haben, aber so jetzt nicht direkt gesprochen. Ja, vielen Dank und dann freuen wir uns, dich bald öfters zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Danke.